Bonjour Paris. Erleben Sie mit uns ein Wochenende in Paris, der Stadt der Liebe. In der Nähe vom Gare du Nord hatten wir uns einquartiert. Unsere Stadtrundfahrt machen wir mit Le Carouge. Die nächsten zwei Tage werden wir der roten Besichtigungstour folgen und die Sehenswürdigkeiten von Paris besichtigen. Nach einem 30-minütigen Spaziergang auf der Rue Lafayette erreichen wir die Pariser Oper. Unter Louis Bonaparte, den Neffen Napoleons I., wurde zwischen 1863 und 1875 das Opernhaus nach den Plänen von Charles Garnier im neobarocken Stil errichtet. Das Gebäude ist nicht nur außen, sondern auch innen sehr aufwendig gestaltet. Das Deckengemälde stammt von Marc Chagall und zeigt Motive aus berühmten Opern. Nachdem wir uns gestärkt hatten, fanden wir auch die Haltestelle von Le Carouge. Ein Zweitagesticket kauften wir und los ging unsere Besichtigungstour zum Place Vendôme.